Willkommen zurück bei Minecraft. Ich muss auch eben die Flasche wegstellen. So. Wie viel Grad haben wir eigentlich hier drin? Ich muss mal eben kurz auf mein Thermometer gucken. Jo. Draußen ist wahrscheinlich jetzt schon so um die 20 Grad oder weniger. Und hier drin sind einfach noch 28,5. Dude, das ist schon warm. So, das war, glaube ich, die Höhle, wo wir gerade rein sind, ne? Oder ist das jetzt eine neue? Nein, da steht unsere Fackel. Okay. Und da liegt ein Skelettschädel. Okay. Dann waren wir hier. Was ist das? Salz, ne? Genau, das ist Salz. Salzerz. Sind das diese... Nee, das sind die nicht. Oder? Ich lass mal ein Item fallen und ich guck mal, was passiert. Nö, die sind's nicht. Ich habe nämlich irgendwie gesehen, es gibt so Mobs jetzt, die Items dann klauen oder so. Und dann die Items für sich behalten. Ist das richtig? Ich weiß nur nicht, wie die heißen und ob das jetzt die 1.21 war oder die 1.20.1. Da habe ich jetzt... Da komme ich irgendwie immer ein bisschen durcheinander gerade. Ob das jetzt die 1.21 oder die 1.20.1 ist. Weil, ne, einfach nur mal einen Punkt vergessen und die 0 und dann hast du schon die falsche Version eingegeben. Oh, Applied Energistics wieder. Mysteriöser Würfel. Wieder 4 Guss-Gravur-Konstruktionsdruck. Da musste ich doch irgendwie mit Silizium oder so, ne? Da muss ich doch mit Silizium irgendwie Gravuren. Sowas in der Richtung herstellen, wenn ich mich nicht irre, oder? Ups, habe ich etwas was umgeschmissen? Wenn ich mich nicht irre, musste da doch irgendwas hergestellt werden. So gepresst werden, ne? Tatsache gibt Silizium. Das musste man, glaube ich, irgendwie aus Zertusquarzstaub herstellen und brennen. Okay, 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 okay. Und dann konnte man mit den Formen, die wir gerade eingesammelt haben, gedrucktes Silizium herstellen. Aber diese Druckmaschine, wie war das denn nochmal? Und du brauchst es ja auch noch... Braucht es ja auch noch irgendwie Strom. Ich weiß gar nicht mehr, wie... Uncrafting? Nee, 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 nee. Ich guck mir das nochmal auf jeden Fall an. Ich guck mir das auf jeden Fall nochmal an, weil ich würde gerne wieder ein ME-System haben. Wir nehmen jetzt erstmal die Zertus-Blöcke hier mit. Weil wenn sie uns schon so dargeboten werden, ne? Himmelsstein, aha. Gut. Gut, 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 gut. Das scheint ein kleiner Meteor gewesen zu sein, der hier reingekracht ist. Und wenn der Meteor in mein Ghetto kracht. Das Gute ist, die werden ja in der Landschaft generiert. Und die krachen ja nicht wirklich in die Landschaft ein. Es gab ja auch mal eine Mod, wo die dann... Die war damals in Hexit. Wenn ich mich nicht irre. Da musste man doch auch noch solche Meteorabwehr Gedönse bauen, damit der Meteor nicht bumm macht, weißt du? Einfach in deine Gebäude einkracht und so. Ich meine, cool ist es ja schon irgendwie, weil eine Wahrscheinlichkeit gegeben ist, dass das in dein Haus reinkracht. Aber andererseits, es kann auch ganz schön nervig sein, wenn du ein Riesenareal gebaut hast und nach 2 Stunden Spielen auf einmal alles wieder weg ist, weil da 1000 Meteore reingekracht sind. Oh, und hier ist die nächste Höhle. Dann gehen wir doch mal hier rein. Und die scheint ein bisschen deeper zu gehen. Rosenstrauch. Nehmen wir auch mal mit. Ob man hat, hat man. Kupfer, Kupfer,
Nickel. Nickelback. Kalk, okay. Sulfur. Sulfur. Nickel. Zinn. Ja, kann man mitnehmen. Diorit. Diorit habe ich noch gar nicht in unserer Welt gefunden gehabt, glaube ich. So. Ich will jetzt auch mal tiefer kommen irgendwie, ne? Wenn ich hier nur an der Oberfläche immer alles wegkratz und ich mal ein bisschen tiefer gehe, kann ich auch keine Diamanten oder interessantes anderes Zeug wie Yellorium finden. Kobalt. Oh, das war ja jetzt ein cooler Übergang zwischen... Oh, oh, da! Das war... Ui. Quarz. Aber Quarz... Ah, da kann ich nicht widerstehen. Da muss ich zuschlagen. Ihr wisst, ich brauche Quarz. Sulfur brauche ich jetzt nicht unbedingt, weil mit Railcraft wollte ich jetzt erstmal noch nicht arbeiten. Komm, die Zwiebeln. Schnabuliere ich mir mal rein. Dann haben wir da auch bald wieder ein... Eieiei. Oh. Zink, 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 zink. Kobalt. Kupfer. Kobalt. Kobalt. Thorium. Ja gut, Thorium brauche ich jetzt nicht unbedingt. Thorium, Thorium, Thorium. Okay. Zink, 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 zink. Hier war doch auch gerade irgendwo noch Eisen, wenn ich das richtig gesehen hatte, ne? Oh, Halleluja. Ja. Habe ich richtig gesehen. Nein! Das Wasser treibt mich weg. Wo kommt denn schon wieder so viel Wasser her? Eine Unterwasserhöhle. Aha. Könnte ich mir das als Fahrstuhl zunutze machen irgendwo? Ja, nee, ne? Weil hier vorne hört es ja jetzt gleich bestimmt auf. Mithril, ah. Mithril. Upper, was für ein Erz? Thermal, okay, Appetiterz. Oh, dieses Untertauchen geht mir wei. La la la. Geht mir dahin, wo keiner hin will. Okay. Amazonit. Kohle. Auf welcher Höhe befinden sich jetzt eigentlich die Diamanten? Ich meine gelesen zu haben... Bis minus 54? Kann das sein? Dass minus 11 gar nicht mehr aktiv ist, so wie früher? Nicht minus 11, Höhe 11 im Allgemeinen. Komme ich hier wieder hoch? Yay, Quarz! Sollte vorsichtig sein. Ich hoffe, draußen ist jetzt nicht mehr so krass das Unwetter. Ich würde gerne Fenster aufmachen. Ich halte es langsam nämlich hier nicht mehr aus.
Aber ich muss sowieso jetzt gleich auch eine Aufnahmepause machen, komplett. Wird dann morgen wieder weitermachen. Weil schon wieder so spät ist. Wir haben schon wieder 23:30. Morgen ist noch Arbeit. Ne? Auch wenn ihr die Folge gerade seht. Da bin ich natürlich nicht da. Aber genau. La, 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 la. So, und das mit einer Axt oder... Oh Gott, mein Inventar, ne? Da hast du schon jetzt einen Diamantrucksack und trotzdem ist der schon wieder proppevoll bis oben hin. Hatte ich nicht gerade noch eine Axt? Ach, die habe ich im Inventar. Lul. Ja toll, da steht mit einer Axt abbauen, muss man doch mit einer Schere abbauen. Och, Gottes Willen. Da wurde ich einfach mal voll getrollt hier vom Spiel. Weil, siehst du, da oben steht Axt oder Schere. Nimm eine Axt. Geht nicht. Hä? Was war denn das jetzt? War das ein kleiner Anzeigepack nur? Aber so ein Dungeon würde ich auch gerne finden, ne? Auch wenn wir dafür wahrscheinlich nicht so geil ausgestattet sind. Hätte das schon was? Oh, guck mal, wir sind schon Level 32. Ich glaube vorher, bevor wir komplett aufhören heute, geben wir die Level nochmal aus. Bevor ich dann irgendwie zwischen den Folgen was mache, bumm, sterb, fertig ist. So haben wir es dann wenigstens in der Aufnahme live gemacht. Oder in der Aufnahme halt gemacht. Von wo kam ich denn jetzt eigentlich? Tja. Man sollte sich den Weg markieren, weißt du? Und man markiert sich nichts. Ah. Draußen vom Walde kam ich her. Ich kann euch sagen, da war es schön, aber ich weiß nicht mehr, wo ich zurückkomme. Ich hab den Anschluss total verpasst. Hier, ne? Hier kam ich her. Ja, genau. Ganz genau, von hier kam ich her. Ja, dann würde ich sagen, müssen wir uns doch da mal in die Höhle runterbauen, ne? War der Eingang? Ne, hier nicht, ne? Der war da vorne, wo die Kohle aus dem Boden gescheppt wurde. Der war also hier vorne. Genau, hier. Ja, dann bauen wir uns mal hier vorsichtig runter und in der Hoffnung. Eieiei. Koble, Koble. Bublé. Koblé. Michael Bublé. So. Und dann müssen wir hier ein paar Fackeln mal setzen, damit wir auch hier wirklich den Weg wieder zurückfinden. Ach, guck, da ist sogar Kohle runtergefallen, die wir gerade gemeint haben. Lead Ore, okay. Da. Yellowreed, nicht Yellorium. Yellowreed. Yellowreed. Yellorium sind die Barren, glaube ich, ne? Jawohl, das erste. Jawohl. Genau, Yellowreed ist das. Das ist. Ach so, nee, das heißt jetzt an. Ah. Okay, wir hatten damals Big Reactors. Da hieß das noch Yellowreed. Und Yellowreed Barren. Jetzt heißt es, oder? Weil das ist jetzt Extreme Reactors, Nachfolger an Geistiger. Ey, ich kann mich natürlich auch total irren, ne? Um Gottes Willen. Aber ein Palusor irrt sich gerne. Von daher glaube ich, die haben das namenstechnisch nur geändert.
Und ich würde sagen, an der Stelle mache ich jetzt nochmal einen ganz kurzen Cut, damit ich noch eine Folge oder vielleicht zwei aufnehmen kann. Von der Zeit her. Und wir noch ein bisschen was länger haben. Bis gleich.